Herzlich willkommen zu den Kieler Woche Tagestipps 2017. Normalerweise sollte hier jetzt Jenny stehen. Die kann heute aber noch nicht. Die ist ab morgen dabei. Deswegen gibt es heute mehr oder weniger einfach nur so einen einfachen Teaser, beziehungsweise soll keiner ohne Hinweise zum Kieler Woche Samstag in den Samstag starten. Und da machen wir einfach nur so ein paar Highlights, wie wir auch die Woche übrigens ein bisschen mehr uns konzentrieren werden auf besondere Ereignisse und nicht mehr so jeden Programmpunkt runterratteln. Sind viel zu viele sowieso. Es lohnt sich, in das Programmheft reinzugucken. Und an diesem Samstag ist natürlich Eröffnung. Gut, gestern war natürlich auch schon Programm, aber traditionell und so wie es sein sollte, ist der Samstag der Tag, wo es wirklich losgeht. Und da, wo es richtig, richtig losgeht, ist auf der Rathausbühne und zwar um 19.30 Uhr die Eröffnung und zwar in diesem Fall mit Kai Pflaume. Ja, gut, der Ministerpräsident wollte nicht mehr, also hat man Kai Pflaume geholt. Einige haben sich gefragt, wieso denn der? Die Liebe zählt auf der Kieler Woche immer, aber der Grund dafür mag wohl auch sein, dass Kai Pflaume tatsächlich, glaube ich, so ein Stammgast ist auf der Kieler Woche. Er segelt immer auch mit und es gibt noch ein paar, die ihn kennen. Also der eröffnet und danach dann um 1945 singt Paddy Kelly. Das ist eigentlich so der wichtigste bzw. Frontman der Kelly Family, wie sie war und wie sie jetzt ja wieder da ist. Das heißt, der hat die meisten Hits auch von denen geschrieben und mitgesungen. Und den können wir also ab 19.45 Uhr sehen auf der Rathausbühne. Davor das Standardprogramm, mehr oder weniger natürlich, Krusenkoppel, dieses Mal unter dem Motto Wasser, Wind und Wellenwesen. Also da dürfte es ein bisschen feuchtfröhlich zugehen. Natürlich gibt es wieder die Balloon Sale die ganze Woche, unter anderem eben auch an diesem Samstag wieder bei das Night Glowing, das heißt die Ballons, wenn der Wind denn hält oder nicht eben gerade das Wetter einigermaßen ist, dann würden sie die aufblasen und im Takte der Musik dann beleuchten mit Feuerwerk. Lohnt sich, ist ja immer Freitag, Samstag und jetzt geht der Wind auch schon los. Und dann, wenn man Glück hat, nochmal am Mittwoch, genau, 23 Uhr, ach, so, 22.30 Uhr genauer gesagt. Im Töpitzhafen ist Open Ship heute um 13.30 Uhr, da kann man sich die Kriegsschiffe angucken, die da liegen. Um 23 Uhr haben wir dann schließlich noch im Bootshafen, um das Abendprogramm sozusagen abzurunden. Die Möglichkeit, die Leute zu sehen, wie sie die Rampe runterfahren mit verschiedenen Gerätschaften. Das Ganze nennt sich Ocean Jump Night Show. Tagsüber gab es das Ganze ja schon mal ohne Night Show, einfach nur Ocean Jump. Jo, so ist es heute und morgen geht es natürlich wacker weiter und dann auch mit Jenny hier. Viel Spaß auf der Kieler Woche 2017. Mögen die Spiele beginnen und tschüss.